Hallo, willkommen mal zu diesem Review. Und diesmal geht's um die Cyanid L-ROM. Ja, also ich habe sie jetzt seit ungefähr einer Woche drauf. Und ich muss sagen, also sie hat sehr viele Features, aber auch wiederum einige Nachteile. Und falls ihr wissen wollt, wie ihr das installieren könnt, ich habe in der Videobeschreibung oder wahrscheinlich oben rechts in der Videoecke, wenn ihr es auf mobilen Geräten schaut oder auch auf Desktop-Geräten, das Video mal verlinkt mit der Installationsanleitung. So, diesmal ist auch das Mikrofon besser und man müsste am Handy mehr erkennen können. Und ja, also, die ROM hat halt wirklich sehr viele Features. Ich habe hier ja mal ein bisschen zugekleistert, aber gehen wir mal in die Einstellungen rein. Ja, halt hier oben das allgemeine WLAN, Mobilfunknetz, mehr. Da habt ihr halt hier MFC, Notfall und dann kann man hier nochmal LTE jeweils an- oder ausschalten. Und ja, dann Cyanid-Mods. Das ist dann mal wirklich ein Ding, wo man sehr viel einstellen kann. Ja, einmal habt ihr gleich zu Anfang den Adblocker. Also, ich habe ihn mal ausgestellt. Ich hatte ihn mal an, aber. Ja, also mich stört Werbung jetzt nicht so. Dann Advanced Sounds, da könnt ihr halt eure Töne alle schön einstellen und sonst was noch machen. Das habe ich jetzt nicht so benutzt. Animationen müsst ihr auch gucken. Und halt, was ein kleiner Nachteil ist, es ist halt alles auf Englisch. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Wort nicht wisst, müsst ihr wirklich erst gucken, was es ist. Aber dafür bietet es halt eine enorme Auswahl. Dann habt ihr hier einen Akku und da könnt ihr auch schon sehen, also die Akkuleistung überzeugt mich noch nicht so sehr. Liegt vielleicht daran, was weiß ich, vielleicht habe ich einen Kernel noch nicht optimiert oder andere Dinge. Also ich habe diesen Agni-Kernel installiert. Und ja, also na gut, es reicht schon so gerade für einen Tag, aber da kann man dann auch nicht die ganze Zeit was machen, weil wenn man mal ein bisschen was liest, da geht der Akku doch schon enorm runter. Aber im Standby, da läuft das eigentlich. Perfekt. Ja, hier könnt ihr halt die Tasten noch anklicken oder bearbeiten und alles Mögliche aktivieren. Ja, hier könnt ihr das und das machen. Und die Tasten halt, die Helligkeit, die Einstellung, wie lange die Hintergrundbeleuchtung anbleibt. So, Floating Window, das kann man dann halt hier als kleines Fenster hier dann auf dem Desktop machen. Man soll irgendwie auch mehrere Fenster nebeneinander machen können, aber wenn ich das machen will, dann beendet sich die eine App immer wieder. Deswegen weiß ich nicht, wie das so funktionieren soll. Okay. Naja. Okay, dann machen wir mal weiter. So. Floating Window und dann. Das habe ich auch noch nicht getestet, was das jetzt ist. Mal wieder gerade rücken und halt Interface. Hier könnt ihr noch ein paar Dinge einstellen, DPI und so und sonst was für Sachen oder SlimPy. Das gibt es hier auch in der ROM. Das habe ich direkt, nee, ja, meistens benutze ich es nie. Könnt ihr halt hier von der Seite so rangehen und hier halt, was weiß ich, das Ausschalten-Menü machen oder halt die Suche von den Einstellungen. Oder ja, mal gucken, was kommt hier. Auch gleich, was weiß ich, Kamera oder Tastatur öffnen. Und halt da auch den Airplane-Mode on machen oder sonst was. Ja. Und ansonsten, ja. Bei der Bildschirmsperre kann man noch schön was einstellen. Okay, wieso sind die Einstellungen weg? Ah, gleich mal einen Bug gefunden. Da Bildschirmsperre könnt ihr halt allgemein einstellen, wie es in den anderen ROMs auch meistens geht. Wallpaper noch extra setzen und dann hier die Notifications, halt Akkulicht, wie soll es leuchten. Und dann halt die Ein-Aus-Taste und da könnt ihr auch nehmen, ob es nur auf dem, also ob es komplett aus ist oder halt nur auf dem Screen kommt, wenn man es anhat oder halt überall. Und dann kann man hier halt noch einstellen, welche Farbe es hat und
dann, was alles mit dazu kommt. Also ihr habt hier eine schöne große Auswahl, die ihr da verwenden könnt. Also ich habe das jetzt mal halt ausschalten, neu starten, Screenshot, Flugzeugmodus und dann habt ihr hier unten noch die Lautstärke. Modi, zum Beispiel halt nur vibrieren oder stumm oder gar keine Benachrichtigung. Also das ist schon ganz nützlich. So, Benachrichtigungsanzeige. Ja. Könnt ihr halt auch wiederum auswählen, was hier oben angezeigt werden soll. Da könnt ihr auch sehr viel nehmen. Ja. Das ist ganz reichlich. Regent Apps. Ja. Und die Statusleiste. Das muss ich sagen, das gefällt mir mit am meisten. Einmal haben wir hier die Batterieoption halt, ja, Kreisel und so, wie man das halt gern haben will. Dann Clock und Date, da kann man halt die Uhr auch wie in den meisten ROMs zentral machen. Und dann das Cyanid-Logo anzeigen oder ausblenden. Ich habe es mal anzeigen lassen. Und jetzt ist es ja meistens in den ROMs, dass wie früher bei Android 444 oder so die Balken für Up- oder Download nicht so angezeigt werden und das kann man hier halt auch einstellen und sonst so machen. Dann hier Network Indicator, da können wir mal Upload und Download, da habt ihr gleich immer den Balken, braucht ihr keine extra App und habt es schön in der Statusleiste, wer das braucht. Oh ja, ansonsten halt Random Settings, wer das braucht. Und was auch noch sehr toll ist, du kannst dir das Wetter in der Leiste anzeigen lassen. Also halt die Gradzahl hier. Und wenn man runtergeht, hat man das halt dann hier nochmal. Wobei ich tue es meistens hier mal erst aktualisieren, weil die Gradzahl meistens immer noch so ein bisschen von vorher da bleibt. Die aktualisiert sich nicht so oft. Müsste man vielleicht in der Yahoo-App einstellen, aber die nutze ich leider eh nicht. Ja, hier könnt ihr noch diese System-Apps löschen. Backup locker und ja, hier sind halt wieder die Wetterkontroll-Dinger. Hier könnt ihr alles einstellen. Dann Cyanid zentral, da ist halt hier könnt ihr die aktuellsten Versionen checken und den Changelog euch anschauen. Dann Cyanid Blackout ist auch eine ganz nette Funktion, kann ich ja mal aktivieren. Ja, so. Dauert kurz. Und jetzt habt ihr halt die ganzen Einstellungen in einem schönen Schwarz gehüllt. Sieht natürlich auch ganz gut aus, wenn man das so hat. Ja. So, dann haben wir noch Display und LED, sage ich mal. Hier könnt ihr halt noch sonstige Dinge anmachen. Ups, da kommen ein paar Nachrichten rein. Aber ja, Ruhezustand, also das Übliche. Dann halt noch bei Designs und hier gibt es auch einen großen Vorteil. Ich hatte jetzt mal testweise hier für das S3 LTE CyanogenMod installiert, 12.1. Und dort hatte ich irgendwie einen Fehler, dass ich nicht alle CM-kompatiblen Themes installieren konnte. Also es hat nur ein paar installiert. Und hier ist es halt, ja, kann man jedes installieren. Ich habe hier mal testweise ein paar runtergeladen. So, ganz gute dabei. Dann hier noch die Option, die mir nichts sagt. Also wo ich nicht weiß, wie man es genau ausspricht. Hier könnt ihr halt noch so Datenschutz, Systemprofile und Speicher gleich alles so überblicken. Und ja, ansonsten das Übliche halt. Hier noch mit dem Cyanid-Logo und extra Informationen, falls man die eventuell braucht. Ganz nützlich. Und ja. Ansonsten, also das ROM läuft meistens ganz flüssig. Muss ich mal gucken, wieso der jetzt noch nicht so scharf gestellt hat. Kurz wieder umstellen. So. Wollte ich von der Helligkeit. Ah, so. Naja. Also es läuft eigentlich ganz flüssig, nur der Speicher frisst sich schnell mal voll und dann kommt es doch hin und wieder zu Rucklern. Das ist mir jetzt halt aufgefallen. Und noch ein wichtiges Feature, was ich jetzt mal, ich zeige das jetzt einfach mal an der Heise-App.
Wenn man halt hier drin ist, die Wiedergabe vom Scrollen ist hier halt etwas anders. So kommen halt, man nach unten scrollt, die Dinge von unten hochgefahren, und wenn man nach oben scrollt, kommen sie halt von unten nach oben. Also man muss es mögen. Deswegen, ich zeige euch das mal, wenn man schnell durchscrollen will und lesen will, was da in jeweiligen Titeln steht, dann wird man mit dieser Ansicht nicht so schnell finden, was man braucht. Also ja, es muss einem gefallen. Ja, also ganz nett. Ansonsten, ja, wer sich fragt, was das hier für eine Leiste ist, die habe ich mir noch extra mit Power-Toggles reingemacht. Und ja, dann hier der ganz normale Google Launcher. Standardmäßig wird es auch noch mit dem Nova Launcher verbreitet. Also das ist standardmäßig. Und ja, da habt ihr halt hier wieder eure Übersicht. Also ansonsten, ja, Play Store mit dabei. Jetzt mal zurückgehen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare stellen. Ja, und das nächste Video wird sich dann wieder mit irgendeiner ROM beschäftigen. Und ja, im Benchmark sieht es auch ganz gut aus. Ich muss jetzt erstmal mit ein paar anderen Geräten vergleichen, und ich kann es ja noch mal in einem gesamten Video mal später vergleichen, welches ROM bei mir am besten läuft. Ja, und ihr habt halt noch, wenn ihr den Agni-Kernel installiert, halt Agni-Control, aber das müsste ja bei jeder ROM sein, wo ihr den Kernel mit installieren könnt. Ja. So, mal gucken, was er jetzt macht. Ja. Ah ja, und ich habe jetzt auch noch vor einem Tag mal das CPU-Profil auf Batterie-Safe gemacht. Also, na gut, mit dem Profil geht es schon einigermaßen. Seht ihr, jetzt hat er nur 3% verbraucht, wenn man halt nichts Intensives macht. Ansonsten, ja, das ROM ist empfehlenswert, und ihr könnt es euch mal holen und halt das Installationsvideo anschauen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, und ja, dann sage ich mal, ciao und abonnieren, wenn es euch gefallen hat.